bin überall, ja. Ich war froh, dass der Teebeutel nicht da ist. Pass auf, gleich schreibt er, wieso, ich bin doch da. Hä? Ja, ja, wahrscheinlich. Und gib mal Senf dazu. Ja, das, der Name ist Programm, ne? Ich muss Bier holen. Nehme auch aber einfach mal mit. Nehme euch aber einfach mal mit. Bier? Ab im Keller oder was? Da hast du keinen Empfang. Oh. Bier holen. Vielleicht hat er aber auch das Bier auf dem Dachboden. Oder in der Tanke. Linda hat's immer im Auto. Ja, auch im Sommer. Auch im Sommer, genau. Oh. Leider ja. Ach, Deda hat bestimmt eine Kühlkammer, Alter, pass auf. Deda hat eine Kühlkammer. Der steckt doch voll. Die stecken doch alle voll da, ey. Deda hat zwei PCs gekauft. Deda hat bestimmt einen eigenen Getränkemarkt. Der hat sogar. Ne, der ist bestimmt in seinem Partykeller, Alter. Die haben nämlich gesagt, im Keller ist der Männerspielplatz. Haben wir letztens im Stream gesagt. Ja. Ja, genau. Das heißt, das nächste Mal saufen nicht bei Kopf, Alter, sondern hier bei Deda. Ja, da wird es auch nicht weit. Ja. Das überlegt er sich zweimal. Bin zurück aus dem Kühlhaus. Ja, ja. Und kein Griff an den Schuh oder was? Alter, ihr schwingt da rum. Nee. Schwing dein Ding, Junge. Boah, das lässt sich aber gerade ganz irgendwie. Oh. Backt gerade alles weg hier. Ah, Elfer! Zack. Oh, ich muss den andersrum drehen. Was baust du eigentlich erstmal nur die Hälfte? Bau doch gleich alles. Was? Was? Ist hier schon im Stream, nö. Einer weniger im Chat. Toll. Ganz großes Kino. Boah. Wenn ihr da drauf steht, das wackelt total. Ungleichmäßig Verteilung. Ja. Hä? Wieso ist denn da so ein Packen über? Kann man machen, aber ist kacke. Was ist denn da hinten noch? Wo kommen denn jetzt die Fundamente hier hinten her? Die waren bestimmt nicht zum Gießen, die wurden bestimmt gespawnt. Aber die waren eben noch nicht da. Nö. Hä? Keine Ahnung. Das ist länger. Da kommt bestimmt dann Umkleidekabine. Ja, VIP-Bereich. Das ist lecker. Hast du, aber das mit der nächsten Feier bei dir im Keller hast du überhört, ne? Auf der Kühlkammer. Oder überhört. Ja, ja, überhört mit Absicht, und aber Kühlhaus hat er gehört. In der Kühlkammer wird gefeiert. Oh, richtig. Also, wenn Mika dein Affiliate ist, dann Party. Und Miles bringt das Eis mit. Ja, Aktien. Hat gerauscht im Kühlhaus. Ja, ja. Ist halt so isoliert, ne? Ja. Und dann fahr ich, der Schramm rein bei dir da im Rasen. Hä? Wir hatten, also hast du jetzt hier. Hä? Was ist denn nun los? Hast du jetzt hier Beton gegossen oder was? Guck, das ist jetzt auf einmal alles her. Joa, also jetzt kannst du aber noch. Ja, flott. Na, ja, läuft. Hex, Hex. Aua! Oh, der macht das mit Absicht, Junge. Da, und dann mach ich, nee, das ist wirklich, der wackelt total rum, wenn ich hier. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Der lügt doch. Eggy bietet halt eine Unwucht. Ich bin halt fett. Ich bin halt fett. Warte mir fast den Kranhaken an den Kopf gehauen. Das hätte ich rum. Dass ich einen Helm auf habe. Vor allen Dingen, wo kommen jetzt die Dachelemente her? Sag mal, wo kommt denn der jetzt hin? Ja, da vorne. Bist du blind oder was? Rechts. Ja, klar bin ich blind, hallo. Da muss man meine Brille aufsetzen. Ja, stimmt, siehst du, ich habe meine Brille gar nicht auf. Nee, machst du auch nicht auf. Ich finde meine Brille immer nicht. Weil ich sie nicht aufhabe. Was ist denn da oben? Da stehen welche. Boah, ist ja creepy. Da steht gar keiner. Da haben gerade welche am Fenster gestanden. Ja. Das Kind im Kühlhaus liegen lassen? Ich glaube, das schläft schon.
Musst du noch mal schnell weg? Hab das Kind im Kühlhaus liegen lassen. Ah, Engi, kannst du dich doch an das Wieso-T-Shirt erinnern mit den Babypunkern? Im Kühlhaus? Im Kühlhaus? Nee. Nee? Auf jeden Fall sind noch so Babypunker drauf. Ich habe jetzt eine gefunden, die macht Emotes. Und die hat gesagt, die würde mir welche machen mit dem Babypunker. Und 3 Euro ein Emote. Also, da kannst du nichts sagen. Das ist nicht schlecht. Sie sagt, sie versucht es und dann meldet sie sich. Der andere wollte 15 Euro haben. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt. 3 Euro ist ein Schnapper. Also, wenn das wirklich gut ist, ich habe gesagt, den machen wir da auch gerne. 3,10 Euro draus. Genau. 3 Euro und ein Bäuchchen, genau. Sie streamt selber 3 Euro und ein Sub. So, mein Kleiner ist gar nicht so spannend. So, ach so, mein Keller ist gar nicht so spannend. Mein Kleiner ist gar nicht so spannend. Also hättest du jetzt Kleiner geschrieben, hätte ich gefragt, welchen du mir jetzt davon meinst. Würdest du sagen, der Keller ist spannender als das Spiel hier, oder? Also wenn man selber spielt, macht es ja Spaß, aber ich glaube, zum Zugucken ist das schon... Die Leute gucken es halt einfach nur, weil Eggy, Sören und ich so geil sind. Nächstes Mal Oberkörper frei und dann bin ich weg vom Fenster hier. Du musst dir nur solche Propeller auf den Nippel kleben, dann geht das. Ja, Propeller auf den Nippel und dann mit Penis den Stream begrüßen. Immer schon gegen das Mikrofon hauen. Ist das hier richtig? Nein, das ist definitiv nicht richtig. Hä? Doch, ist richtig. Ja, Eggy, Linda sagt, so eine Fahnenstange brauchen wir für Loborg. Nicht so die kleinen Popeldinger. Achso, du meinst für Fußball, nicht fürs Camp. Und beides. Und Schlagringe. Ja, ja. Und Sören kommt ja mit, ne, dieses Jahr, ne? Wann denn? Wohin? Na, August, Spirit. August wird nix, da haben so viele Urlaub bei uns. Nee. Ja, dann hast du halt Corona-positiv. Macht ihr das jedes Jahr? Ja. Dann muss ich für nächstes Jahr dann mal das Datum wissen und dann kann ich nächstes Jahr mitkommen. Müsste Mitte Januar, das Wochenende, Mitte Januar. Ja, bloß nicht. Müsste Mitte August sein, das Wochenende dann wieder. Immer Mitte August. Ja, aber warte jetzt lieber, bis das da ist. Ja, genau. Ja. Ich dachte jetzt für Mitte August buchst du, Alter, und dann ist Ende. Na, ich muss in Oktober, müssen wir unsere Jahresurlaubsplanung abgeben. Ja, da wissen wir schon. Man weiß ja wirklich, ich kann ja sein, dass wir mal wieder irgendwann sagen, okay, wir machen es Ende August. Muss ich halt wirklich im Datum wissen, weil, da ist so viel Urlaub im August immer. Mhm. Ja, aber wenn du sagst Spirit, dann verstehen die das schon. Das ist geläufig, das weißt du. Ach, Spirit, ach so. Also die Leute sind läufig da. Oh, der hat mit seinen scheiß Stangen hier, ey. Nicht mal Traversen, einfach nur Stangen.
Ich habe noch nie so etwas Spannenderes gesehen. Ist einfach so. Ist so. Redet Eggy eigentlich einfach nicht oder hört man ihn nur nicht? Eggy redet selten. Er redet nur mit Leuten, die er mag. Siehst du, der redet wirklich einfach nicht. Ich baue gerade meinen Dampfer wieder zusammen, kurz Moment. Ach so. Eggy zieht sich gerade die Hose wieder an, Alter. Was ist hier los? Ich hab's kaputt gemacht. Die ganze Bühne abgerissen. Was sind eure Lieblingsbands da, die da auftreten? Lieblingsbands? Dieses Jahr oder allgemein? Ja, dieses Jahr oder allgemein, mir egal. Ja, allgemein, Pöbel und Gesocks, Kassierer, Biso, Perkele. Ja, da gibt's halt viele. Ist alles so Punkrock oder wie? Oder Skin, also Euskin, ne? Euskin, okay. Und Platzverweis natürlich. Der Klassiker. Wie heißt unsere. Wie soll die Band heißen nochmal von uns? Ach ja, ich gesagt Doppelkinfig. Ja, genau, Doppelkinfig. Ja, das wird die neue Band. Ich muss mir den Namen gleich mal patentieren, ja. Ja, irgendwer macht ja schon was. Eggy singt. Ein zweier Akkorde auf der Gitarre. Vor allen Dingen, als Punkband brauchst du halt auch einfach nicht singen können. Ein zweier Akkorde auf der Gitarre, reicht das? Ich kann die Gitarre kaputt machen. Naja, da würde ich schon behaupten, dass die Ansprüche ganz schön gestiegen sind. Früher ja, oder auf kleinen Festen, wo man so privat, ne, mit kleinen Bühnen und so, das da okay, ja, sehe ich ein, aber Festival, dann eine scheiß Band dahinstellen, ja, was meinst du? Das könnte, ja. Ich soll immer so ein Öbis Felde damals und so, da war das okay. Ja, Himmelfahrtskommando oder sowas. Ja, aber. Weil die Bands ja halt nicht scheiße waren, aber. Nee. Moin Moin an alle Durchgeknallten. Ach, guck, Eggy, da ist er. Gerade geredet vom Teufel, von Senf. Welcher Beutel oder was? Ja. Beutel, Junge. Hundensack, Beutel. Pornhub. Pornhub. Nee, warum echt? Ja, Sichi, weil der Senf gerade da war. Oh, das, die Stange hier ist auch schon echt knifflig. Ja, echt. Hier Mikado. Boah, der Schlingel hier oben. Sag nur Schlingel. Was ist denn da eigentlich, Alter? Was wurde gesagt? Nö, weil irgendwie meinte, wo ist, wenn jetzt noch der Senfbeutel da wäre, und habe ich gesagt, na, der Schreibprüfung gleich. Der Senfbeutel. Du sagst Teebeutel, du hast Senfbeutel gesagt. Ja, ich sage Senfbeutel. Porn, Hoop, kannst du mit live gehen, wenn du die Dinger auf Nippel klebst? Mach ich auch. Ah, okay, bin momentan ein bisschen beschäftigt, darum so inaktiv. Kommt aber wieder. Er war auch voll beschäftigt, wo wir ihn letztes Mal geradet haben. Da hat er überhaupt nicht in die Cam geguckt. Du hast keine Reaktion, Alter. Er hat wahrscheinlich irgendwas gebaut gerade. Verstehst du, was gebaut? Gebaut. Was? Ah. Diese Lego-Technik-Bauer immer. Ja, echt. Ah. Die war ja voll schon. Doch. Nein. Auf einem Bildschirm war die vorhin schon da. Die war nicht nur auf einem Bildschirm. Ey, da war ich. Die ist einfach hingeflogen, ja.
Da war ich übelst los, hatte da vor allem nur jemanden. LOL. Ja, gut. Und dann baut er sich ein Ding da, Alter, und kriegt überhaupt nichts gerallt. Hey. Ja, ja. Er wirft, Junge. Abgeben heißt die Devise. Oh, ist ziemlich ausgestiegen. Nein, komm, ich bin ausgestiegen. Ich raste aus. Bereich Ebenen. Läuft. Also das ist bestimmt vorne ein bisschen was und hinten ganz viel. Nee, was ist für gebaut? Hey, hu, hä? Weiß nicht, was er meint. Nee. Ich hab gesehen, wie du auf den Tisch gegeiert hast, mit deinen Händen irgendwas gemacht hast. Also, ich hab das genau erkannt. Wir haben da ein Auge für, mein Freund. La 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 la. Ah, ne, ist ja keine Oper. So. Ich hab hier bloß wieder eine. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ein ganzes. Teebeutel, du bist einfach wunderbar. Nee, doch, wird flach. Kannst du also komplett hochschieben. Smoke einfach. Weed every day. Timbo, kennst du das Lied von Green? Vanilla Sky? Das ist geil, ich liebe das Lied so. Er könnte es niemals schreiben, aber er liebt das Lied so. Mach mal an. Nee, ich mache keine Musik mehr an in meinem Stream. Sonst werden wir mal Videos gesperrt. Also ich mache nur noch Musik an von YouTube Studio. Oder wie heißt es? Irgendwas mit Monkey. Da kannst du auch GEMA-freie Musik. Hallo, so viel esse ich gar nicht dir da. Der sieht ja noch schlimmer aus als du. Den passen deine XXL-Hemden nicht mal, die er gekauft hat, extra. Ja, Alter, weil Slimfit sind. Ach, hör doch auf. Fieser Fettsack, echt, auch Fettsackhausen. Also ich esse wirklich, weiß ich nicht. So 11? Na, wann? Ja, aber wann habe ich die zugeschickt bekommen? Ich habe im Dezember eine Packung bekommen. Nee. Die ist leer. Im September, nee, warte mal. Im Oktober eine und im Dezember eine. Und ich habe noch über eine halbe Packung. Also das sind 48 Riegel in 4 Monaten, 5 Monaten. Das kannst du nicht sagen. 3 Tage noch eine. Also sie sind halt, aber wenn der Karton leer ist, dann ist halt leer. Dann ist das schon wieder Ruhe. Nee, ich kaufe da neuen einfach, ne? Klar. Oder irgendwer schickt mir wieder eins zu über die Wishlist. Ja, ja, sowas hat er auch noch nebenbei. Anfang der Woche war es eine Packung Kinderriegel in 1,5 Stunden. Ja! Und danach auch wieder. Wann? Vorgestern. Ja, genau, vorgestern. Und wo wir am Samstag dir vorgezockt haben, da habe ich ja auch eine Packung Kinderriegel weggedrückt. Aber Dina, du weißt doch, wie das ist. Du kennst es doch. Mit den Kindern oder mit den Riegeln? Beides. Muss rein, muss rein. Prost. Was trinkst du denn für ein Bier? Und es gibt nur eine richtige Antwort. Also falsch. Obwohl zwei. Jawohl, Bettel. Gartengerät. Gartengerät? Ach, hier Spaten oder was? Hier Spaten. Spatengerät. Spaten. Spatenbier. Ja, ich hab fast gedacht, ja. Schalle mir jetzt noch ein Bonus Wasser, eine Red Bull Wassermelone rein und gleich in Pub. Ja, du meinst nicht Pub, sondern Hub, ne? Pornhub. Herr Kranführer, Ihre Fähigkeiten werden benötigt. Der Kranführer. Oh, den bin ich nicht gemeint.
Aber wir haben doch gar keinen Zeugs mehr hierfür, oder? Doch, oben haben wir was liegen. Das ist ja. Vor allen Dingen, Alter, du musst jetzt alle legen, dann kommt doch hier oben wird auch nochmal. Also das wird eine Singleplayer-Aufgabe. Ja. Viel Spaß. Hat doch ein bisschen Content, außer vor der Wand zu gucken. Ja. Genau, und einen Riegel zu fressen. Ja, wir können doch andere Sachen machen, kurz. Was? Einen Hund spazieren gehen, meinst du? Nö. dein Kind drehen. Nee, das ist gedreht. Das weißt du doch gar nicht. Ja doch, ich hab festgeknurrt jetzt. Ah, hast ja eine Pflegekraft da, die kann ja rennen, wenn das ist. Ja, genau. Genau, ich sehe jetzt Linda einfach ein als Pflegekraft. Für Milan. Ja, kannst du absetzen, bezahl die Krankenkasse. Ja. 24 Stunden Pflegekraft. Du, dir steht ja Urlaub zu als Pflegekraft für dein Kind oder für deinen Angehörigen. Du kannst, Ja klar, es gibt einmal im Jahr drei Wochen oder so, oder wie viele es sind, ja. Ja, das ist ja die Kurzzeitpflege, da steht einem zu. Für pflegende Angehörige Urlaub. Genau. Ja, aber man muss es halt auch zahlen, ne? Also ich zahle, wenn der Kleine eine Woche weg ist, zahle ich 350 Euro. Hä? Aber verstehe ich jetzt nicht. Also meine Mutter ist Pflegekraft für meinen Vater, weil der halt mittlerweile auch nicht mehr krauchen kann. Und wenn die Urlaub kriegt, kriegt die vom Staat oder von der Krankenkasse 1,3 oder 1,4 für eine Kurzzeitpflegekraft, die sich um meinen Alten kümmert. Also in der Zeit, wo sie jetzt mal Urlaub macht oder weg ist. Also wenn ich den Kleinen eine Woche nach Hannover bringe, dann zahle ich 15 Euro pro Tag. Eigenanteil für die Kurzzeitpflege und dann wird mir noch was abgezogen vom Pflegegeld, weil er eine Woche nicht da war. Das verstehe ich jetzt eigentlich nicht, weil dir steht ja der Urlaub zu. Eigentlich ja. Da würde ich nochmal nachhaken an deiner Stelle. Ich lege Milan einfach nächstes Mal einen gelben Schein ins Bett und sage hier, sorry. Krank. In die Babyklappe einfach geben. Ich hole dich später wieder ab. Autokorrektur, Startseite läuft immer sehr gut. Für dich eine Pflege, für mich eine Pflegekraft, na sicher. Sie soll mich ja pflegen und ich sie mein Kind. Dann aber auch mit unten rum waschen. Mit unten rum auch. Ja. Und nicht nur waschen. Zwei verschiedene Themen, denke ich. Ja, wir reden hier gerade komplett. Auch abtrocknen, ja. Auch abtrocknen muss. Alles schön trocken gepustet werden. Oh Gott. Ich bin da mal raus. Schon immer. Ja, gut, dass der Spiel beim 18 gefleckt ist, ja. Dann brauchst du auch nicht mehr auf Pornhub gehen, Teebeutel. Was klettert denn Lena jetzt unter dem Tisch? Nach? Bei meinem Glück wird schon auf dem Kabel hängen. Ja, alles runterreißen, ganze PC fällt vom Tisch, ey. Der Hund ist witzig. Ja. Ja. Das ist ein Fail, Lena, ja. Ja, wenn ich hier reinkomme, gehe ich davon aus, dass 18 plus ist. Das ist aber auch immer so, ne? Das ist aber halt auch manchmal knifflig. Es ist 18 minus. Plus. Es ist für sensible Kinder. Nö, nein. Sagst du mit Lynn, dass das Stream ist ab 18 plus, sie muss den Raum verlassen? Wie gesagt, der Stream ist ab 18 plus, du sollst den Raum verlassen. 18 plus oder Körpergröße 1,60? So, vielleicht kriegst du eine Kniescheibe gedreht. Aber Eggy hört euch ja, Linda hört euch ja nicht, weil die Lautsprecher aus sind, sonst würde es die ganze Zeit hier dröhnen.